Nein, Nö. tut er nicht. So. Nuker sind schon So, ein ich würde mal lustiges Plugin. sagen, Mauer ist fertig. Da kann dann dein Leuchtturm noch dran. Stimmt, das war ja eigentlich das Projekt, was du machen wolltest. Ich habe gesagt, ich baue einen nicht, dass ich ihn jetzt baue. Ah. Und du kannst dann mit dem Hafen anfangen. Den wolltest du auch noch bauen. Ja, aber das mache ich jetzt nicht heute. Hier. Heute kümmere ich mich Molly, nicht um kannst mal Dings. herkommen, dann zeige ich dir, wo dein Leuchtturm ganz gut Schon hinpasst. gesehen. Da ist eine Insel, da kannst aber Abstand machen, kannst hier. Man Wasserläufer. kann es auch direkt an die Mauer anbauen, wenn's. Aber An. dann ist halt noch ein bisschen weit vom Wasser entfernt. Kannst halt. Und Schutz packe ich mir auf. Brauch Level. Ich würde noch Homes setzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut Wasserläufer funktioniert. Na dann. Sag uns, wie gut Wasserläufer funktioniert. So, Nuka wieder aus. Oh nein, ich bin gerade fast ins Minenfeld gelaufen. Ja, vorsichtig. Vielleicht machst du in der Wasserlaufübung vielleicht die Richtung Meer. Kannst du mal einmal was über Meer laufen. Okay, ja, man ist deutlich schneller. Kannst du mal was mehr laufen. Das ist sehr angenehm. Jesus. Aber übers Wasser laufen kannst du nicht, oder? Nee, dazu bräuchte man einen Eisläufer, glaube ich. Es gibt zumindest irgendwas, womit man das Wasser unter sich direkt gefrieren lässt. Ja, Wasserläufer ist super nützlich. Tja. So, wie mache ich jetzt das mit dem Home? So. Das hat schon mal funktioniert. Wie setze ich mir jetzt Home? Slash set home, alles zusammengeschrieben. Und dann halt einen Namen eintippern. Ich habe gerade Aber mit blöd Big gefragt, Pictures wieso gepackt, warum ist was ich das gerade gemacht Minenfeld habe. eigentlich so dermaßen random hier einfach neben der Mauer? Neben der Tür, meine ich. Ja, ich würde es einfach mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Kann man ja noch umsetzen. Ich Ich sollte würde es doch mal vielleicht vor wieder die Tür reinsetzen. setzen. Na, vor die Tür, da soll man ja lang laufen können. Wow, dann bringt's aber nichts. Wer würde neben die Tür laufen? So, hier die Stimmt, da komplette fehlen ein paar Hühner. überall, wo keine Mauern sind. Wo keine Türen sind. Ja. So, 4 Level, gut genug, reicht für Schutz. Ich hoffe, der Amboss überlebt. Jetzt mache ich Blödsinn. Also, so wie immer. Ich wollte es nicht sagen. Ich schon. Okay. Hast du gerade irgendwas gekommen? Hast du deinen Ja. Ankündigungstweet gerade ge Ja. Eher die Ankündigungsnachricht von Discord. Ja, die habe ich noch im Speicher, die habe ich Das jetzt ist mal auch gerade dein eingefügt. Ankündigungstweet. Ja.
Das ist auch neu, dass hier sowas passiert. So. Oh. Explosion. Wer ist drauf gelatscht? Wieder ein Hut oder was? Ja, du wahrscheinlich. Ne, ich bin hier oben auf dem Tower. Funktioniert das? Oh ja, es funktioniert. Prof, kannst du mal wieder. Kannst du mal zurücksetzen? Das TNT fällt. Ich starte ein bisschen Loch an der Mauer, glaube ich. Nein. So, wie mache ich mach jetzt hier? Sekunde. Ich habe gerade festgestellt, dass wir ein Color-Chat-System haben. Ah. Sprich, wenn man und dann eine Zahl oder so eingibt, warte, ich glaube, C. Wollte Hallo schreiben, das viel schlägt fehl. Hallo. Von und 1 bis und 0 bis und noch und A bis und F. Okay, ich kann hier keinen. Kann man Farben tippen. Aus irgendeinem Grund kann ich hier nichts setzen. Nein. Ist wahrscheinlich im Spawn. Set. Home. Head Zone. Wo bist du überhaupt? Home Set. Okay. Backen wir das im restlichen Eisenzeug. Backe, backe Kuchen. Wer nicht kackt, wird fluchen. Genau das. So, und dann gucken wir mal, wie man einen Amboss macht. Ich höre Hühner. Prof hat wieder das vor. Braucht man dafür nicht. Viel Spaß dir beim Zurücksetzen. Ah ja, hier. Eisen und Eisenblock, okay, cool. Ist nicht mein Problem. Prof hat Spaß mit Hühnern. Oh, hab einen Amboss. Ja. Er hat den Amboss, Digga. Amboss, Boss. Was wollte ich machen? Boss. Seit wann bist du erfolgreicher Deutschrapper? Digga, ich bin erfolgreich. Natürlich, hörst doch, wer redet. Glück, gab es eigentlich einen Grund dafür, warum die Eisengolems irgendwann gestorben sind? Oder? Zu viel mit Monstern gekämpft, denke ich. Ist halt, deine Fläche ist hier halt nicht ausgelöscht, vermute ich mal Monster. Ja, gut, dafür waren sie ja auch gedacht. Tja. Ich sperre sie einfach in den Zaun, dann mache ich mir ein paar neue. Yay! Mauerhühner. Vielleicht gibt es Chicken Hammers zum Abendessen. Chimken Nachos. Warum sind hier so viele Hühner bei mir? Der Prof okay. Wahrscheinlich gesetzt. Einfach nur magisch. Baby, ich benutze ja als Übung. Verdammt! Ausgewichen.
Tja, das ist wohl ein Huhn ins... Neben... Nee, war ein Creeper. Ja. Da musst du jetzt wieder zurücksetzen. Wo haben wir ein Rollback? Deine da haben wir ein Rollback. Und tschüss. Aber das eine TNT-Loch ist noch irgendwie... Ja. Da fehlt ein TNT. Aus irgendeinem Grund. Es ist, glaube ich, immer das TNT, was das System ausgelöst hat, zählt nicht mit, weil das hat sich ja selbst entfernt. Okay. Und er setzt nur die Änderung durch die Explosion zurück. Ah. Das erste TNT wurde ja nicht durch sich selbst aktiviert, sondern durch den... Wer war hier zu faul abzubauen? Wahrscheinlich Zwergi. Immer. Ich habe hier einen Baum gefunden, der großen Baum gefunden, bei dem die Hälfte noch steht. Klingt nach mir. Ja. Ja. Schön, dass wir uns einig sind. Oh, ich habe noch Tonklumpen und so weiter hier oben drin. Ich habe noch eine Karte oben drin. Warum habe ich eine Karte oben drin? Zum Kartieren. Und wieso habe ich Glas hier oben in der Kiste? Du kannst mal die Karte aktualisieren. Das mache ich immer zum Ende. Über das Ende würde ich sagen, ist jetzt bald. Ich sortiere jetzt hier mal die Kisten noch um. Hui! Boing, boing, so. Boing, boing, boing. Dann ab in die Erdkiste mit der Erde. Crafting-Zeug kann ich durch einen Tonklumpen symbolisieren, dann packe ich das hier unten. Ich glaube, ich habe genug Kühe. Das also glaube ich auch. Ich habe mein Ziel für heute erreicht. Ich habe die Mauer zu Ende gebaut. Ich hatte kein Ziel und das habe ich auch erreicht. Ich habe das Minenfeld ausprobiert. Wo muss das? Ziellos in der Welt. Ich habe es ausprobiert. So, das verrottende Fleisch natürlich in die Steak-Truhe. High Steaks. Pflanzentruhe, das Lapis nehme ich mal mit und packe es wieder hier rein. Ey, Quatsch. Das hatte ich für die Kristalltruhe. Gut, Lapis ist ja grundlegend im Endeffekt nur für Enchantment-Tätigkeiten, von daher. Ja, gut, ich habe ja jetzt 3 Steaks hier im Inventar gehabt. Insgesamt. Ja, gut. So, die 64 Pfeile kommen in die Pfeil- und Bogentruhe. Genauso wie der Bogen. Ja, Amboss behalte ich mal. Werkzeuge kann die Feuerkugel rein. Und das Feuerzeug. Und dann gehen wir zur nächsten Kiste. Günther. So. Leer. Hier habe ich Farbstoffe und Fische drin. Und hier ist noch ein bisschen Steinzeug. Oh, ich hätte 5 Obsidian, falls jemand braucht. Oh, ein Huhn. Das erste Ei, das ich geworfen habe, wo aus dem Huhn rauskommt. Huhn, 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 Huhn. So, und wo haltet ihr euch gerade auf? In der Mobfarm. Ich sortiere Kisten. Sollte ich vielleicht auch mal bei der Gelegenheit tun. Kommt in die Steintruhe, Obsidian. Kommt nicht in die Steintruhe. Obsidian, wo packe ich Obsidian am besten hin? In die Obsidian-Truhe vielleicht. Pack's in die Kristalltruhe rein. Also in die Dinge, die man in der Mine abgebaut hat, die kein Stein sind, Truhe. Granit kann hier rein, Erde in die Erdkiste. Ups. Weiße Wolle. Jetzt mache ich eine Wolltruhe, würde ich sagen. Dann brauche ich noch eins für Farbstoff, weil ich davon viele habe. Fische können die Steak-Truhe. Und nächste Kiste. Und du suchst was genau bei mir? Nüscht. Ich guck dir nur zu.
So, jetzt ist hier oben immerhin frei. Dann könnt ihr oben wieder euren Müll ablagern. Giant-Truhe, yeah. Holztruhe, das ganze Zeug. Pack ich Fäden hin, habe ich die Zutatenkiste? Ja, ich habe hier die Zutatenkiste. Auf Fäden, Knochen und Spinnenaugen. Sand kann zum Stein. Ein auf Stein. Schieb ihn rein. Die Samen können in meine Pflanzenkiste beim Pflanzen. So. Und dann züchte ich noch mal eben kurz. Hehehe. Ja, muss reichen. Wenn ihr soweit seid. Moment, ich töte eben kurz Kühe. Ich habe meine Pfeile abgelegt. Ich flieg schon mal hoch zum Bagger. Ich töte offensichtlich keine Kühe mehr. Ich bringe noch kurz mein Zeug. Den müsst du auch noch irgendwann mal entfernen, den Bagger. Nein. Ich würde sagen, doch. Ich hab schon gesagt, nein. Tja. Sehe ich so, als würde mich das jucken. Ja, deine Meinung juckt uns ja auch nicht. Tja. Genau, wenn du dir die Zeit nehmen willst, das Zeug abzubauen. Ich hab sogar Blöcke vor. Kann ich gerne machen. Der Witz ist ja, dass der Scheiß getrackt wird, sprich ich brauche nur einen Befehl, um es wiederherzustellen. Kommt drauf an, wie lange es her ist. Ich könnte auch ein Objekt, solange das Plugin läuft, kann ich auch ein Objekt herstellen, das ein Jahr, vor einem Jahr entfernt wurde. Mhm. Warum solltest du? Warum sollte er nicht? Das ist wieder eine gute Frage. Ist gut, wenn das dreckige Ding dort mal weg ist. Wie gesagt, man kann es gut als Jump'n'Run benutzen. Muss man aber nicht. Aber man kann. So. Wenn man kann, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. /post2/ Warte, nee, dann muss ich erst eine andere Position einnehmen. /copy und /schematic. Save. Na toll. Bugger. Nennen wir es einfach mal Bugger. Bugger wurde gespeichert. Moderne Kunst. Könntest du das Ding jetzt theoretisch überall hinsetzen, oder? Ja. Ich könnte es sogar aus dem System rauskopieren und auf andere Server setzen. Bitte nicht. Das ist ja einfach fantastisch. Jupp, das Schematiksystem ist komplett offen. Ich kann das Ding jetzt theoretisch überall hinpflastern. Ich könnte das Ding auch in den World Generator stecken, dass der daraus eine Welt darauf eine Welt basiert, wenn es denn sowas in die Richtung aktuell wieder gibt. Bitte? Ich hör mal, dass man aus der Schematik Welt generieren könnte. Wie würde das aussehen? Ziemlich bullshitty. Ja, nein, ich meine, wie würde das insgesamt aussehen, wenn es was Ordentliches wäre? Ordentlich ist relativ. Angenommen, du würdest die Mauer nehmen. Ja. Ich glaube, dann wird was, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass man im Endeffekt dann der auf dem Blockschema versucht, was zu generieren, aber wirklich was getaugt hat es auch nicht. Okay, dann wäre also praktisch alles aus Stein und Kisten.
Ja. Und Fackeln. Wäre bestimmt interessant. So, weiter mal hochkommen. Wir sind oben. Ich hoch. Wir sind ganz oben. Okay. Hallo. Ich hab doch gesagt, man kann es als Jump'n'Run benutzen. Ich schick dir einen Escort runter. Nice. Ah, fuck. Da war was. Aha. Hast mich geangelt. Ich hab dich geangelt. Na gut, schicke ich dir einen feuerfesten Transportboten runter. Komm leider mit der Angel gerade nicht mehr ran. Schade. Tja. Wo ist er denn jetzt hingewuschelt? Player ESP, verrat mir dein Geheimnis. Alter. Na, ist ja toll. Ich gehe hier noch drauf. Ja. Was das? Das ist nicht gesund. Ach, ist wurscht, ja. Bärenbusch hattest du beim letzten Mal gepflanzt. Von daher. War das nicht ich? Nee, ich glaube, es war er. Nee, ich glaube nicht. So. Apfel. Bada bing, bada boo. Da. So, dann komme ich mal wieder hoch. Kaputte Angel. Ah ja, stimmt ja. Ich habe eine Karte von gefühlt der ganzen Welt hier gemacht. So, na dann. Dann sieht man auch, wie gewaltig viel wir schon erkundet haben. Wenn wir Schluss machen hier. Mhm. Ich habe eine andere Bergspitze gefunden. Ich gehe wieder runter. Auf zu kopieren. Ach, das ist die überhängende Bergspitze. Ich update mal eben die Map. Ja. Von hier aus kann man auch super sehen. Ich hätte mal noch nicht Europa. Hallo. Du kommst ja, damit dazu? Du kommst noch aufs Bild? Du baust jetzt rein hier oder was? Hallo. Chillquäler. Ups. Jetzt mod ich nicht mit auf dem Bild drauf. Hey, ich sehe das Minenfeld von hier. Ja. Ja, ich habe auch noch ein paar Hühner in die generelle Richtung geschmissen. Ach, Prof und seine Hühner. So muss das. So, guck mal. Ich sehe sogar die Mobfarm. Cool. Guck mal mit aufs Bild. So viel sieht man von der Mobfarm ja nicht. Es ist ein schöner Kreis. Ja, oh, ich sag die Enchantment-Hütte oben drüber. Ja, gut. Ja. Auf geht's, Mordi. Da kommt entweder Mordi oder ein Zombie hochgekrabbelt. Ist mein Skin grün oder was? Kann sein. Hab ESP an und ich sehe einen zweiten Spieler, also. Na dann. Dann komm mal rüber gewackelt. Ich töte gerade ein Schaf. So, und als lustigen Abschluss Blocks. Was willst du blocken? Ich gehe gerade durchs System vom
Von meinem Klienten. Ich benutze gerade einen speziellen Minecraft-Klienten. Weil warum zum Okay. Fick nicht? What the fuck? Warum gibt's eine Option, einen kleinen tanzenden Taco auf der Hotbar zu spawnen? Items. Warte. Ich glaube, das Minenfeld kommt da wieder weg. Kill Potion. Sieht sehr gut Oh ja, die aus. Kill Potion war lustig. Die Kill Potion kann selbst Leute im Creative Modus töten. Wow, was passiert denn dann? Ich glaube, das Ding hat so abgefuckte Werte, dass es im Endeffekt ein in sehr seltsamen Wegen die Gesundheitsberechnung ruiniert, dass er halt selbst für Troll Potion. Kill Potion. Generieren wir mal eine. Was So. hat sie denn? Instant Health Potion Potency 125. Ah. Lass uns Schluss machen hier. Und sie ist natürlich zum Werfen geeignet. Yay! Sehr Sie ist schön. gestorben. Na denn. Ich hab gerade den Huhn vom Berg geworfen. Ich bin mal raus. Na dann. Ja. Bis zum nächsten Schiri Mal. die. Ich gehe noch eben runter Ciao. zum Spawn. Dann. Bis dann. So, jetzt noch die andere Potion schnell generieren. Wo ist sie? Sehr schön.